So, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer vom Bericht aus Erfurt, dem Politikmagazin der Thüringer Lokalsender. Neben mir steht Stefan Möller von der AfD-Fraktion. Es geht um die aktuelle Plenumsrunde Januar-Februar im Thüringer Landtag. Erste Geschichte, was ist Ihnen als allererstes aufgefallen im Rückblick auf die vergangenen 4 Tage? Also so am einprägsamsten war für mich natürlich die Ministervereidigung. Da war ja auch das meiste los im Landtag. Und naja, einprägsam für uns ist es natürlich aus einem relativ unschönen Geschehnis heraus. Einer unserer Kollegen, der also auch die Ministerin Dehnstedt früher aus der Polizei her noch kannte, als Kollegin, ist hin zu ihr, wollte ihr gratulieren und er wurde halt einfach stehen gelassen. Also man hat die Hand ausgeschlagen. Das ist natürlich ein Verhalten, woran man eben merkt, dass es nicht nur eine politische Gegnerschaft ist, sondern aus dieser politischen Gegnerschaft machen manche Personen aus dem rot-rot-grünen Lager eben eine Feindschaft. Ja? Und dann kommt eben so ein Verhalten zustande und dadurch wird man abgewertet. Mittlerweile kennen wir das zwar, aber man gewöhnt sich halt nicht dran. Insofern ist es natürlich einprägsam für uns. Bleiben wir mal bei der Ministergeschichte. Sie sind sehr skeptisch, was die zukünftige Arbeit der Minister angeht? Ja, ich halte die Besetzung grundsätzlich für falsch. Einmal bei Herrn Stengele, Schauspieldirektor, Künstler, warum wird so jemand zum Energieminister? Ja, also das ist kaum jemandem wirklich zu erklären. Hier schlägt eben Loyalität Kompetenz. Ja, und das ist nicht gut. Das ist keine Auswahl des Guten, die da stattfindet. Und das ist auch ein Grund dafür, warum bei uns im Land so vieles falsch geht, weil eben politische Loyalität mehr zählt als Fachwissen beispielsweise, als Führungsvermögen. Und bei Frau Dehnstedt ist es ähnlich. Sie qualifiziert für die Aufgabe als Justizministerin eigentlich gar nichts. Sie ist eine Sachbearbeiterin gewesen im Bereich des Innenministeriums, einfache Sachbearbeiterin und wird nun zur Ministerin ohne jede Erfahrung. Was soll da Gutes daraus entstehen? Aber verdienen nicht Ministerinnen und Minister einen Vertrauensvorschuss? Grundsätzlich ist das sicherlich so. Aber wenn man sich den genauen Vorgang anschaut, insbesondere der Wechsel im Justizressort. Wir haben den Dirk Adams, weißer, mittelalter Mann, heterosexuell, hat politisch auf Seiten der Grünen nichts Großes zu bieten. Ja? Und der wurde nicht entlassen, weil er nicht etwa nicht geliefert hat, sondern er wurde eben entlassen, weil er nicht die richtige Hautfarbe hat, weil er eben nichts zu bieten hat für Zielgruppenansprache der Grünen. Das ist der nähere Grund. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Sie gucken ja jetzt auch skeptisch. Sie gucken deswegen skeptisch, weil es menschlich unanständig ist. Völlig zu Recht. Der Vorgang ist menschlich unanständig, wie mit dem Mann umgegangen worden ist. Das sage ich über den ehemaligen politischen Gegner. Ja, aber der auch vorher einige Jahre im Thüringer Landtag war, das wissen Sie ja selber als Fraktionschef, ihn nun als Opfer hinzustellen, scheint doch ein bisschen weit hergeholt, ne? Es ist natürlich eine innerparteiliche politische Intrige, die da gesponnen worden ist. Herr Stengele wollte gerne noch mal Minister werden. Der weiß natürlich ganz genau, als Parteivorsitzender, bei den derzeitigen Umfrageergebnissen ist es unwahrscheinlich oder es ist zumindest alles andere als sicher, dass sich so eine Gelegenheit in der nächsten Legislatur noch mal bietet. Also muss er die verbleibenden 2 Jahre nutzen. Und dazu musste er jetzt ins Ministeramt für Frau Sigismund. Ja, und weil die halt diese komische Quote vereinbart haben, musste jemand anders über die Wupper springen. Und das ist eben Herr Adams gewesen. Ja, also wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das den Umgang innerhalb der Grünen Partei, wie die mit ihren eigenen Leuten umgeht, ziemlich unmenschlich. Könnte man trotzdem dazu sagen, ich meine, die Grüne Partei oder besser gesagt Bündnis 90, die Grünen haben weniger Mitglieder verloren im Laufe dieser Legislatur als die AfD. Ja. Könnte man das dann auch auf den Umgang beziehen? Naja, das hat mit Umgang zu tun, allerdings eher mit dem Umgang mit unserer Partei. Ne? Wenn man beispielsweise das Gefühl hat als AfD-Abgeordneter, das wird nichts mehr. Ich bin für die Politik nicht gemacht. Ich merke das auch. Ja? Ich werde da auch nicht wieder reingewählt werden, weil ich innerparteilich beispielsweise Probleme habe. Ja? Dann will ich wieder in den Schoß der Gesellschaft zurückkehren. Was ist die erste Voraussetzung, damit das gelingt? Ich muss mich von der AfD distanzieren, möglichst drastisch distanzieren. Ja? Und die größtmögliche Distanzierung ist natürlich die, dass ich aus der Fraktion austrete und aus der Partei austrete.
Und dieser Mechanismus hängt mit der Art und Weise zusammen, wie mit unseren Leuten umgegangen wird. Ne? Also ich weiß ja beispielsweise auch, wenn ich mal aus dem Landtag rausfliege, theoretisch habe ich ein Rückkehrrecht in mein altes Unternehmen. Ob ich da lange bleiben werde, ist eine andere Frage. Ich gehe nicht davon aus. Ja. Dann sind ja 2 von 3 ehemaligen AfD-Abgeordneten, die dann bei der anderen Fraktion gelandet sind, auch dort schon wieder draußen, fühlen sich da ein Stück weit bestätigt? Naja, ich will jetzt nicht über die Kollegen reden, über die Gründe, die da zwischenmenschlich eine Rolle gespielt haben. Es sind natürlich auch Persönlichkeiten, die ein Stück weit zu solchen Vorfällen führen und das hat sich hier möglicherweise eben auch bestätigt. Zurück zum Thema im Thüringer Landtag. Welches war denn der AfD besonders wichtig aus Ihrer Sicht, rückblickend auf diese 4 Tage? Naja, da gab es mehrere Themen. Zum einen, gleich am Anfang des Plenums spielte der Umgang mit dem politischen Beamten natürlich eine große Rolle. Ne? Der Vorwurf der Vetternwirtschaft wurde erhoben im Zusammenhang mit diesen Beamtenernennungen, Staatssekretärsernennungen. Und da ist aus unserer Sicht sehr viel dran. Da liegt tatsächlich vieles im Argen. Allerdings ist das nicht jetzt erst eine Erkenntnis der Neuzeit. Ne? Wir haben das Prinzip der Ämterpatronage in Vetternwirtschaft schon sehr lange offengelegt. Da gibt es also mehrere Beispiele. Ich habe das also auch in der Aktuellen Stunde entsprechend mit ausgeführt. Wen das interessiert, der kann sich das ja gerne mal angucken. Es gab unter anderem eine FDP-Initiative zum Thema Ladenschlussgesetz. Der Standpunkt der AfD-Fraktion dazu, ich meine, sehr abgelehnt worden, ein Stück weit vorhersehbar, aber halten Sie das Thema für beendet oder ist es aus Sicht der AfD wichtig, darüber auch irgendwann nochmal zu reden? Also über das Ladenschlussgesetz muss man sowieso reden aus unserer Sicht. Nicht nur deshalb haben wir ja in diesem Plenum auch eine Änderung vorgeschlagen, die leider heute abgelehnt worden ist. Das Ladenschlussgesetz ist einerseits wichtig, weil es natürlich auch die berechtigten Interessen der Arbeitnehmer in dieser Branche berücksichtigt. Ne? Auf der anderen Seite gibt es immer noch auch Benachteiligungen bei bestimmten Geschäftszweigen. Es gibt Vorteile, beispielsweise im Bereich der Tankstellen, ne? Die da erkennbar sind. Und dann gibt es natürlich auch noch weitere Aspekte, die damit reinspielen. Also wir hatten heute zum Beispiel beantragt, das Ladenschlussgesetz, das Feierabendgesetz war das, zu verbessern, dahingehend, dass man begehbare Verkaufsautomaten beispielsweise auch am Wochenende unproblematisch bestücken kann. Ne? Und da gibt es eine große Rechtsunsicherheit, das ist auch klar geworden heute in der Debatte, aber trotzdem wurde es dann knapp mit den Stimmen der Regierungskoalition abgelehnt. Ja? Also das ist bedauerlich, da gibt es auch, wie gesagt, noch eine ganze Menge in diesem ganzen Kontext zu klären. Was fällt Ihnen beim Resümee der vergangenen 4 Tage noch auf? Ich fand es bisher relativ ruhig, ja, im Vergleich zu sonst, nicht ganz so emotional. Es waren viele spannende Themen dabei, heute auch nochmal beispielsweise der Umgang mit dem Thüringer Wald. Ne? Das Thüringer Waldgesetz ist ja auch ein Thema, was uns ja am Herzen liegt. Da haben wir einen Gesetzesentwurf der FDP mit in den Ausschuss verholfen. Also da hat wieder mal die parlamentarische Mehrheit, die bürgerliche parlamentarische Mehrheit gewirkt. Das ist noch nicht der große Wurf, den wir uns erhoffen, aber da müssen wir einfach auch dranbleiben. Das ist ein wichtiges Thema, was uns jedenfalls sehr am Herzen liegt. Stefan Möller, AfD-Fraktion im Thüringer Landtag, parlamentarischer Geschäftsführer. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Ja.